Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 4. Am Start haben wir hier den Roro. Ja, hallo. Und irgendwo im Weltall den fliegenden Fahnder. Ey, ich bin immer noch auf demselben Planeten wie ihr, ja? Oder so. Meinst du die Farbe? Wo bist denn du? Könnte ein bisschen dunkler werden. Ja. Irgendwie wirkt das ein bisschen rosa. Rosa. Ja, was? Krieg ich auch nicht so richtig hin. Du auch nicht? Nein. Könnte Sander mal probieren, vielleicht kann ich der sehen. Ein Braun oder was? Braun. Schönes Braun. Das scheiß Panzerglas, dass das so schwer sein muss. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Ich komme auch rüber geflödelt. Mann, jetzt wenn Stargate geil, Alter. Oh ja. Eins hier hinten, eins da vorne, zack durch. Kuckuck, hallo. Zum Besuch. Eins in der Titan, eins in der Base. Ja, oder eins da hinten, wo ich mein Werftgelände aufgestellt habe. Das würde ja eigentlich schon reichen. Oi, oi, oi. Wo bist denn du überhaupt? Ich komme gerade von oben angeflogen. Von oben? Ja, guckst du hoch, hier. Ne, ich guck hoch. Ich guck. Hallo. Hä? Hä? Direkt hinter dir. Vor deiner Nase. Oh. Ich guck nach oben. Hallo? So, hier. Moment. Braun. Ja, supi. Ha. Das Braun hier, das ist eher rot, oder? Also braunrot, oder wie? Ah, ich habe keine Stahlplatten mehr. Smoker, schaut dir das mal an. Oh. Das ist zwar eher kackbraun, aber was soll's? Kriegst du das noch ein Stück dunkler hin? Augenblicke. Ne, dunkler geht's glaube ich nicht. Oder? Das ist ein anderer Farbton. Obwohl, Moment. Ups. Wie sieht das aus? Zu rot, oder? Sieht besser aus. Ja, ja. Kann man so lassen? Ja. Na gut. Ich glaube, ihr müsst ja nur ein Stück von dem Gang wieder. Ja, das wieder grau machen. Das ist das Geringste. Der sollte eigentlich weiß werden hier. Ist doch weiß, oder? Keine Ahnung. Jetzt ist es weiß. Ja, Fenster, haben wir hier erstmal. Aber nur den Gang weiß, ne? Ja, ja, schon ja, klar. Die Gänge alle weiß. Oh, der Farbton ist gut. Der gefällt mir. Oh, jetzt hat er hier. Zack. Alter, erst färbt er den Block nicht ein, dann macht er der blaue mit weg, ey. Fotzenkopf. Er läuft. So. Schnappst du jetzt erstmal noch ein paar Stahlplatten? Wie groß soll der sein? So ah. Wie den jetzt macht das so. Nee, dann müsste doch noch ein kleines Stück größer werden, wahrscheinlich. Macht ihn am besten quadratisch. Also größer. Na gut. Ja. Ich flutsch wieder auf jeden Fall. Okay, danke fürs Färben.
immer gerne. Hoffentlich klappt das auch so, wie ich will. Dass ich dann hier hinten da mein Schiff fertig gebaut habe. Das dann hier so aus dem Krater aufsteigt. So, die Größe könnte passen. Jetzt so. Also jetzt wird das zusammen machen. Genau. Okay. Machst du jetzt auch nur ungefähr Augenmaß. Hat sich ein Block falsch gesetzt. Schon wieder der Hügel im Weg. Wie lange hat man das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Was hier war zusammen? Jo. Hä? Geht doch. Was denn? Nee, verkehrt gesetzte Block. Die Schwerkraft. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, hier ist noch ein Hügel, der muss weg. Oh. Fups. Kommen wir ja wieder die hier. Ja, jetzt mal. Ich komme auch da dran. Also das Weitspringen fetzt hier. Ja. Das hat was. Warte, lass mich doch erstmal die untersten Blöcke schweißen. Meine Fresse. Na mach doch. Musst du nur die Ecken neu setzen? Wo alles optisch weiterhin passt hier. Da starb dann alle. Geht das wieder los? Wieso? Mit Stahlplatten alle? Das kennen wir doch irgendwoher. Ja. Wir haben da noch. Müssen nur welche holen. Habt ihr auf jeden Fall noch eine Menge auf Troch gegeben. Ja, die gute werden wir noch bestimmt noch brauchen. Und glaube ich 10.000 oder so. 36.000 sind glaube ich noch drin. Du wirst ja auf der Schnelle jetzt sehen, aber. Hä? Was? Ja, ich wollte gerade nicht schweißen. Achso. Wie hoch? Überhaupt? Müssen wir auch nochmal gucken, weil wir brauchen ja hier einen Kolben. Weil die, wenn das hier ein Bohr. Ja, wir brauchen ja hier einen Kolben mit Bohren. Ne? Ja. Gut, den können wir ja rausgucken lassen. Mach das ja. Doch nicht in geschlossenen Raum, mach das einfach unter ein Bohrgerüst.
Nö, nö, es soll schon geschlossen werden. Wir können ja den Kolben rausgucken lassen, ist aber auch nicht so schlimm. Und ringsrum, wo gebohrt wird, kommt dann halt eine Glasscheibe hin. Weil da wüsste ich auch schon. Du wüsst ja auch schon wie. Ob das Dach kann verschlossen sein, aber trotzdem hängt da der Kolben draußen. Der müsste sogar auch luftig sein. Ja, soll ja auch. Ja. Weil das, da mache ich nämlich den Umriss, wo der Kolben runtergeht mit, Hier müssen wir wieder bohren von Hand, wahrscheinlich. Mit einem Sicherheitstor. Die müssten dann, glaube ich, auch dicht sein. Na, haut das hin, haut das hin. Ah, müssen wir doch noch bohren. Hier müssen wir auch noch eine Menge wegbohren. Oh oh. Energy low. Oh oh. Hier muss noch eine Menge Berg weg. Was habt ihr schon wieder kaputt gemacht? Ich nicht. Sagt er, der größte Zerstörer. Ich wollte gerade sagen, sagt derjenige, der meinen Mondrover gesprengt hat. Das war der Mondrover selber, nicht ich. Aber du hast drin gesessen. Das hat damit nichts zu tun. Aber Herr Richter, ich habe die Pistole nicht abgefeuert. Ich habe die nur in der Hand gehabt. Geschossen hat die von alleine. Ja. So, da hätten wir schon mal den Raum. Der mit der Ausrede vor Gericht durchkommt, den will ich sehen, ey. Hier kommt dann ringsrum Glas. Hier dann irgendwie eine Türe. Ja, du dann rein kannst. Die Tür kann ich da machen. Müssen wir hier den Raum setzen mit den Kolben und ein paar Bohren, die dann hier langsam nach unten fahren. Und ja, an der Scheibe zum Beispiel könnte man dann ein Schaltpult machen, wo du die einzelnen Knöpfe drückst. Mhm.
Und wir sind auch schon wieder am Folgenende. Das geht so schnell. Okay. Jo. Stahlplatten, cool. So, liebe Leute, das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.